Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben hier ein Auto, das vor ungefähr einem knappen Jahr mit Crystal Serum Ultra beschichtet wurde. Das war das letzte Auto, was ich mit Crystal Serum Ultra beschichtet habe. Hier hat es der Kunde tatsächlich geschafft, leider Gottes in unter 3 Minuten quasi komplette Beschichtung zu schrotten. Aber nicht, weil die Beschichtung scheiße war, sondern, also ja, sehr ungünstig gelaufen, das und noch viel mehr in diesem Video. Bleibt also dran, viel Spaß! Eben habe ich es gesagt, es war das letzte Auto, was ich vor circa einem Jahr mit Crystal Serum Ultra beschichtet habe. Kunde hat vor einem Jahr ungefähr das große Paket gebucht, also plus minus einem Jahr. Die Beschichtung hält tatsächlich auch noch. Es ist allerdings ein sehr unglückliches, sehr unglücklicher Anwendungsfehler passiert. Eine Nassversiegelung, pralle Sonne, das gesamte Auto eingesprüht und ich meine wirklich alles. Die Scheiben, Lack, Kunststoffe, Felgen, alles eingesprüht. Danach erst abgeduscht und Flecken des Todes. Kunde hat die Flecken nicht mehr weggekriegt. Ein paar Tage später war Wörthersee, 30 Grad im Schatten oder so. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, dass das Auto natürlich nicht im Schatten stand, sondern leider auch in der Sonne. Das heißt, wir haben eingebrannte Flecken von einer Nassversiegelung, die auch noch tatsächlich eine Woche lang in der prallen Sonne standen, was wirklich schon echt krass ist. Ich selber habe so in diesem Ausmaß das auch noch nicht erlebt. Kunde war bei mir, wir haben das Auto mal versucht zu waschen. Ich bin auch mit etwas härteren Schmierern. Das ging wirklich mit Säure, mit Alkalisch, mit nichts wieder weg. Wash Plus, ich war noch optimistisch, habe gesagt, na gut, wir waschen es mal Wash Plus, wir gucken mal, was passiert. Auch hier war leider Gottes nichts mehr zu retten. Ich habe zwar die Beschichtung angegriffen, aber die Flecken waren noch da. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist eine Komplettaufbereitung. Wir müssen alles versuchen runter zu polieren und das irgendwie wieder hinkriegen. Der Alex wird jetzt mal ein paar Bilder einblenden. Es sieht schon wirklich echt übel aus. Also wir haben wirklich super unschöne Flecken. Ich habe jetzt hier auch mal den einen oder anderen Testspot gefahren. Es ist auch so, dass tatsächlich Medium Pad und eine Finish-Politur oder eine Medium-Politur nicht ausreichen, diese Flecken wieder runter zu bekommen, sondern Sonax Ultimate Cut Hybrid Wool Pad. Entweder Rotationsmaschine oder Exzentermaschine. Das allein war bisher so ein bisschen der Schlüssel zum Sieg. Das heißt, wir müssen wirklich maximal viel Material abtragen. Und wenn man ganz genau hinsieht, sieht man, dass das nicht nur Flecken sind, sondern dass auch der Klarlack aufgequollen ist. Das fällt besonders beim Polieren auf, wenn man merkt, dass das gar keine Flecken sind, sondern dass man wirklich sieht, dass dieser Klarlack hochquillt. Richtig krass, so in dem Ausmaß auch noch nicht erlebt, in wirklich quasi 3 Minuten alles so von der gesamten Aufbereitung vor einem Jahr im Arsch. Echt ungünstig, passiert dem Kunden auch nicht noch einmal. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei Nassversiegelungen, wenn man so ein bisschen unerfahren ist. Oder ja, ich sag mal, manche Produkte haben halt doch in den Händen von Endkunden nichts zu suchen. Ich will jetzt nicht sagen, von wem die Nassversiegelung war. Die Flasche war orange, so viel kann ich schon mal sagen. Den Rest überlasse ich euch. Aber ja. Wir werden jetzt gucken, was geht. Ich will euch einfach mal zeigen, was hier Phase ist, in welcher Kombination wir fahren müssen. Und ihr werdet auch sehen, dass tatsächlich einmal Hybrid Wool Pad und einmal Ultimate Cut nicht reicht. Viel Spaß. Ich hatte es ja gerade gesagt, wir sind, also ich bin hier wirklich mit Säure drüber gegangen. Surface ist Cleaner Acidic, pH-Wert 1, Sonax Multistar, Reactive Cleaner. Und. Also wirklich schon starke Chemie, auch teilweise pur angewandt, einfach um zu gucken, ob überhaupt was passiert. Tatsächlich no chance. Kneten hat auch nicht geholfen. Wash Plus hat auch nicht geholfen. Rotationsmaschine, medium hartes Pad, Finish Politur, weil ich dachte, naja, ein bisschen Abrasion wird es schon regeln. Hat es auch nicht geholfen. Ihr habt die Lackschäden, hoffe ich, gesehen. Also Alex hat es gerade versucht einzufangen im Video. Hat auch nicht geholfen. Das heißt, ich will euch einfach mal zeigen, Hybrid Wool Pad, Exzenter Maschine, Ultimate Cut und wir gucken jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal ein 50-50 und ihr werdet sehen, selbst sogar die Kombination reicht mit einmal Polieren nicht aus und das wieder runterzukriegen. Also unfassbar, was tatsächlich passieren kann, wenn man es wirklich komplett, leider Gottes, falsch anwendet. Los geht's.
Ihr seht es, es sieht deutlich besser aus. Es ist aber tatsächlich so, dass wir auf jeden Fall auch sogar mit dem Hybrid Woolpad und Ultimate Cut auf jeden Fall eine zweite Runde fahren müssen. Wir sehen hier überall auf jeden Fall noch Rückstände und man sieht auch sehr gut, wie der Lack angequollen ist. Und das müssen wir auf jeden Fall begradigen. Er sieht zwar optisch besser aus, aber es ist jetzt auf jeden Fall eine Heidenarbeit, denn wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Gang fahren, dass das wieder einigermaßen vernünftig aussieht und dann natürlich das Ganze auch noch finishen. Also brutal, was in ja, 3 Minuten so alles passieren kann. Und dann haben wir natürlich auch noch die Scheiben. Ich habe da auch schon mal so ein bisschen rumexperimentiert. Es ist bei der Scheibe auch so, dass nichts geholfen hat wirklich. Also weder Säure noch Alkalität noch Kneten noch Wash Plus, nichts. Was wirklich sehr gut ging, das werde ich jetzt auch noch mal einmal zeigen, weil ich glaube, dass das 50-50 hier wirklich gut wird. Sonax Glaspolitur, die geht wirklich echt geil. Die hat sehr gut funktioniert, zusammen mit einem Surfaces Vitro Polish Pad. Und das machen wir zusammen mit einer PXE. Los geht's! Ich wollte euch einfach mal zeigen, ja, was passieren kann, wenn, ich hatte so einen krassen Fall mit solchen Beschädigungen, sage ich jetzt mal, selber auch noch nicht. Noch nie gesehen und auch noch nie in der Aufbereitung selber so gehabt, dass das tatsächlich so extrem ist, dass ich es so mit dieser Kombination runterpolieren muss. Also wirklich echt hart, wollte ich euch zeigen. Ich denke, es hat sich einfach mal gelohnt, das auch mal in einem Video zu zeigen, was passiert, wenn ich ein ganzes Auto mit einer Nassversiegelung benetze und dann noch eine Woche lang am Wörthersee rumfahre, pralle Sonne und erst dann zu einem Aufbereitungsbetrieb gehe und dann versuche, die Schäden zu entfernen. Dann ist es natürlich irreparabel, dann muss man polieren, dann muss man schleifen. Also das hat mich selber so überrascht. Ich muss sagen, ich habe es mir selber ein bisschen leichter vorgestellt. Ich werde den auf jeden Fall jetzt noch komplett durchpolieren, also im Sinne von einmal polieren, zweimal polieren, also Cutten plus Finish. Dann kommt auf diesen Lack Ultramoon. Der Kunde wollte wieder das Nonplusultra, also eine sehr hochwertige Keramikbeschichtung. Und in diesem Fall hat er sich für das Ultramoon entschieden, also unsere neue Zweischicht-Versiegelung. Ich glaube einfach, dass das super geil wird. Er will unbedingt wieder eine Beschichtung. Er hat den Fehler auch eingesehen zum Glück, wird ihm also nicht noch einmal passieren. Und in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Es war vielleicht mal was anderes. Ihr hattet trotz alledem Spaß dabei und ich bin gespannt, ist euch vielleicht sowas auch schon mal passiert? Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare. Euch allen noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.